Da sind wir wieder. Ich habe das, ja. Alter, ich hasse das immer bei Minecraft, dass man immer warten muss, bis diese Liste geladen hat. Weil wenn sie dann geladen hat, wird hier alles zurückgesetzt. Das ist so hässlich. Kriegst du eine Krise? Server. User Ronix at bla 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 supply form password. Schwanzgestörter Schwanz, ey. Sowas hätte es für meine Zeit nicht gegeben. Na komm. Ich würde echt so lachen, wenn jetzt noch ein Creeper kommt und uns noch mal Gnadenstoß gibt. Das wäre einfach so classic. Weil das war gerade mal die eine Seite von der Höhle, da wir bei der anderen Seite nicht weiterkamen. Das heißt also, im idealen Fall wäre auf der anderen Seite auch noch eine Herzmenge. Aber die Seite werden wir wohl nicht betreten, wegen weil... die haben wir doch betreten, ist schon wieder. Da waren wir doch. Wieso sind hier zwei Fackeln? Hat der Server da wieder gegangen oder was? Oh, der manche Kerzen verliere ich einfach. Ist auch egal, komm, ganz ehrlich. Okay. Wir brauchen ein Boot von den zwei Booten, die wir haben. Warum haben wir zwei Boote? Das ist doch sowas von Verschwendung von Holz und Materialien und Kinderarbeiten und so. Okay, nun ist die Frage, welche Richtung ist unser Haus? Eigentlich in die Richtung müsste es sein. So wart es mir gewesen, mit dem Hammer und dem Besen. Wir schwimmen einfach mal in die Richtung. Ich hoffe, ich sehe leider auch nicht, wie wir uns bewegen. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach hier den Cheat anmachen, ne? Aber... das wäre gescheatet, ne? Hier die F5-Taste. Ihr wisst doch schon, was ich meine. Das da. Ah. Ja, so kann man natürlich auch schwimmen, ne? Schön Striche. Ja, das macht voll Sinn, Alter. Ist ja voll nicey dicey. Na gut, okay, lass mal. Lass mal lieber. Okay, ich hoffe, wie gesagt, wir schwimmen in die richtige Richtung. Ich habe absolut keinen Plan. Dann wird es interessant. Aber hier sind überall Eichen. Wir kann auch nicht aus einer Richtung vereist sind. Oh Gott, wir werden uns hart verschwimmen. Hä, Moment, hab ich jetzt? Achso, okay. Oh Gott, nee, hier ist ja vollkommen falsch. Kann das sein? Fuck. Oh, komm hier. Easy. Okay. Mal gucken, was unser Feld macht. Ah. Ah, scheiß Esel, Alter. So. Schon mit dir. Okay. Wir haben unglaubliche 63 Eisen. Das ist so viel, ja. So viel, ja. Also, wenn das nicht viel ist, dann weiß ich quasi auch nicht. Dschungelboot und ein Dschungel. Hä? Die wirken aber verschieden, hell. Die doch sind gleich hell. Ich hoffe auch, Optiker. So, ja, das kann hier jetzt wieder alles mit rein, ne?
Nein. Da. Ja, da. Hier kommt gar nichts rein. Hier kommt mir Essen rein, also sowas zum Beispiel. Oder Melonen. Ja, Melonen können wir tatsächlich auch noch anpflanzen. Da müssen wir nur gucken, wo wir das am dümmsten hinmachen. Am dümmsten wäre eigentlich hier ganz hinten. Also quasi hier sind die Reihe. Müssten wir aber erstmal warten, bis die bei dir fertig gewachsen sind. Weil ich will sie schon wieder abpflanzen, bevor sie fertig sind. Ihr kommt erstmal da rein, du auch. Ach ja, das ist ja die Dinger, aber wir noch hier anbringen. Zwei Brot haben wir bekommen. Dann haben wir noch bekommen restliches Gedöns, was hier rein kann. Das. Siehst du hier? Ha! Können wir gleich mal verwenden, um hier Bone Meal zu erzeugen. Und aus dem Bone Meal. Digga, jetzt Ackerlandschaft hier. Acker. Tada. Tada. Hä? Oh Mann. Hä, wieso geht das nicht? Ach, wow, doch, das ist aber nur echt extrem gehangen. So, das könnte mich hier vorne. Scheiße, habe ich natürlich wieder nicht mitgenommen. Krieg einen Schwanz. Also ich weiß nicht, ob ich das habe, aber eigentlich nicht. Was soll ich jetzt machen? Genau das da. Melonsamen. Weil ganz ehrlich, Melonen, das ist so fucking awesome. Da kriegen wir noch jahrelang Kosten, verdammt. So, und hier können wir jetzt erstmal schön hier quasi. Ups. Das wollte ich nicht. So. Können wir gucken, was wir haben. Server Area, Not Salt Flight, Heaven Head Removed, Rain Brain Kick. Fast Home Area. Was für ein App Hack? Ach da! Wow. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das Ding überhaupt ist. So, jetzt können wir mal hier 1, 2, 3, 4. Zum Spawner und Barrieren platzieren. Oder meinst du jetzt direkt, dass man also praktisch ohne Item-Block
Weil davon wüsste ich echt noch gar nicht, wie das geht. Aber ja, man kann auch nicht alles wissen hier, ne? Wieder was dazu gelernt. So, Ackerfeld wird es langsam. Die restlichen 11 lasse ich erstmal bei uns in der Inventar. Vielleicht brauchen wir das noch später noch mal. So, jetzt haben wir hier von ein bisschen was. Komm. Achso, wisst ihr, das kann ich ja noch mal. Clone left the game. Da weiß man, dass einer das für meinen Clone spielen. So, nach da. Nach da. Da. Scheiße, jetzt verbrennen gleich. Easy. So. Okay. Ach ja, stimmt, man kann auch drüber laufen. Nice. So, hier ist mittlerweile der Boden gebohnt. Das heißt, also wir können mit der Schippe, die zerbricht gleich. Ich traue mich nicht. Ah, ich warte erstmal, bis alles grün ist. Fuck, 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 fuck. War doch klar. Das war doch so hart klar. Klarer geht's doch gar nicht. So, was wir machen können. Achso, nee, stimmt, der ist ja unten. Ist ja in dem automatischen Ofen drin, meine schöne. Hä? Was macht der denn jetzt? Mann, ich wollte eine Schippe bauen. Leute, klarer Gedanken bitte. Kriegt der alles und noch mehr. So, bei dem warte ich erstmal, bis da alles grün geworden ist. Vorher bringt das ja nichts. Easy. Sorry, muss kurz weg. Also Barriere ist ein eigenes Block, nicht Bedrock. Man kann ihn nicht zerstören und nicht sehen, aber er ist da. Alter, sowas gibt es hier? Genau, so da wollte ich das. Eieiei, Alter. Erst wenn die Sonne wieder untergeht, fühle ich mich glatt wieder müde. Okay. Den einen hätten wir gebrauchen können in der Tunnel. Das wird erstmal nach da. Aber hier habe ich auch noch mal ein paar Stücke. Komm, greif mal hier rein, alles. So, kannst du noch. Nein. Wobei, ganz ehrlich, du kommst auch da rein. Genau, hiermit können wir uns jetzt endlich unser, das da. Easy. Jetzt können wir nämlich denn demnächst, da. Sachen reinschreiben. Das ist ganz geil, das ist nämlich wie so ein schickes Buch. Tada, jetzt kann man hier reinschreiben, was man möchte. Signieren.
Oh, abbrechen. Definitiv abbrechen. Fertig. So. Hey, kann man da. Nee, da ändert sich das Icon, aber trotzdem wird das Icon neu aktualisiert. So. Ja. Haben wir hier nochmal ein bisschen. Können wir uns langsam. Scheiße. Langsam anfangen, hier ein paar Brote etc. zu backen. Wär mir nämlich schon ganz lieb, dass wir endlich mal ein bisschen Nahrung kam. Ach komm, jetzt hier. Abseits von unseren Gedönst. Was so hier die Pilzsuppen angeht. Ja, das ist nämlich ganz schön eintönig. Einseitig. Und einseitige Ernährung ist ungesund, ja, ich spreche da quasi aus Erfahrung. Hä? Was ist passiert? Hatte ich nicht gerade noch 500 Stück davon? Was ist passiert? Warum? Hä? Jetzt habe ich nur noch 5? Hä? Ich verstehe das nicht. Warum? Damals 1983 hat es so funktioniert. Da weiß ich genau. Gut, was wir machen können, wir nehmen uns doch mal dieses komische weiße Zeug. Hier dieses Bone Meal. Und streuen das mal richtig schön auf unsere Melonen drüber, weil die können das gut gebrauchen. Weil sobald da die Stiele gewachsen sind, wachsen da Melonen wie am Fließband. Da kann man sich quasi nicht mehr verretten. So, jetzt wachsen hier Melonen wie am Fließband. Das wird Horror. Und leer. Ja. Jetzt heißt es Melonenregen. So, die Steine packe ich mal noch weg. Die kommen nach da. Flint kommt nach da. Ansonsten haben wir. Ach, hiervon hatten wir 17, ich schon wieder. Ich bin da voll Idiot. Wow, das war natürlich, beziehungsweise du kannst eigentlich auch. Nee, bist du schon. Das brauchen wir dann später für Papier, für Bücher, da haben wir aber mittlerweile Bücher. Gut, dann sind wir soweit eigentlich durch mit dem, was wir vorhatten. Ich ernte mal nochmal Kakao, die sehen gerade so schön reif aus. So. Kakao haben wir. Na komm, wachs. Wachst. Lass. Was da schon wieder? Okay, dann würde ich mal sagen, ich weiß gerade gar nicht, wie lange geht das die Aufnahme überhaupt schon. Wahrscheinlich nicht so lange. Nur jetzt noch was anzufangen, lohnt sich eigentlich nicht. Wir haben jetzt das Ding hier fertig. Wir waren in der Metallhöhle. Ich kann das Metall jetzt noch mal rausnehmen. Dann haben wir jetzt endlich mal ein bisschen was. Hä? Okay. Ja, ich verstehe. Komm, wir nehmen dich mal raus und machen dich mal manuell oben. Fuck, Alter. So, easy. Bei dem Portal statt Erde, Barriere. So, klingt aber hart gefährlich. Das bräuchte ich auch für etwas für mein Neser-Portal. Also in die Hölle, also.
Na, mal schauen, gucke ich mir gleich mal an. Wie gesagt, Aufnahme ist das jetzt sowieso schon fast fertig. Das Ding sieht so scheiße aus hier in der Mitte. Warum hat das hier in die Mitte hingestellt? Das wirkte komplett fehlplatziert. Was macht man noch nicht? Jetzt kommt man hier schön drauf. Dahin. Habe ich noch einen Ofen? Ja. Kommt nämlich jetzt noch ein Ofen hin. Bap, easy. Genau. Easy. So. Gut, schön, dann haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Eisen. Dann haben wir quasi eigentlich soweit erstmal fast alles. Mit dem Eisen können wir uns dann Werkzeuge machen, um dann wirklich ein bisschen Tiefbau zu betreiben. Und dann weiter runter zu gehen in die Erdreich, um dann nach Diamanten zu farmen. Da können wir uns ja so einen Tunnelkomplex bauen, wie wir das jetzt gerade in Mindtest Let's Play tun. Nur halt nicht halt ewig tief, sondern halt nur bis zu dem Punkt, wo es halt hier sowieso nicht weitergeht. Und da buddeln wir uns dann quasi einfach auf der Ebene schön auf Lava-Niveau einmal komplett durch. Ja, und suchen uns dann quasi auf dem Wege Diamanten. Das wäre so gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir Diamanten, können wir uns eine Diamantenrüstung dann anlegen. Wir könnten uns jetzt auch schon eine Dia-Rüstung, eine Eisenrüstung anlegen, ist aber zu teuer. Und wir haben gerade mal ein Stack Eisen und eine Rüstung alleine braucht schon 32, 24. Ist also schon hart zerfickend, was die Ressourcen angeht. Von daher würde ich mal sagen, Rüstung kann warten, bis wir Diamanten haben. Genug Diamanten haben. Ja, Eisen ist dementsprechend erstmal für Werkzeuge reserviert. Ja, der Tipp braucht Eisen ewig. Komm, ich spreche an der Stelle bis mal. Ich weiß gar nicht, wie lange geht die Aufnahme schon. Ah doch, ich breche an der Stelle ab. Und dann sehen wir uns jetzt nächste Woche wieder. Wenn es denn dann heißt, einmal zerficken für alle, bitte. Gut, jetzt habe ich noch einen Ofen in der Hand. Das kommt bitte da rein. Du auch, du auch, du auch. Ja. Ah, siehst du, Kohle haben wir mittlerweile auch schon eine ganze Menge. Gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so schlecht. Gut, was hier noch rein kann, ist natürlich das hier. Ganz klar. Und das kommt bei mir mal in mein Inventar. Das mache ich dann Stück für Stück leer. Aber siehst du, wir haben ja. Also Pilze haben wir mittlerweile echt genug. Ich glaube, wir machen dann erstmal als nächstes dann diese Dinger leer. Hier landen eins nach dem anderen. Mit dem ersten jetzt gleich angefangenerweise. Wegen weil Baum. Und so, gut. Dann haben wir das. Können wir das langsam aufbrauchen, denn. So. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge, mit der Aufnahme-Session. Und dann sehen wir uns denn dann wieder. In dem Sinne, schau mit V.